Guten Morgen und hallo wieder aus Straßburg, diesmal schon zum zweiten Mal im September. Sag mal, Jan, Krise ist ja überall, wir haben ja voll die Krise. Erzähl doch mal, was wir so gemacht haben im Plenum die Woche. Ja, also wir haben jetzt gestern eine State of the European Union Rede von Barroso gelauscht und natürlich auch viel darüber diskutiert. Das macht er so einmal im Jahr, glaube ich, macht er so eine große Rede. Das hat er sich neu überlegt letztes Jahr und erzählt halt, was er als Kommissionschef jetzt im kommenden Jahr machen will, wo es hingehen soll. Und da hat er halt gesagt, also wenn es hier eine Wirtschaftsregierung geben wird, dann die Europäische Kommission. Und außerdem, dass es sozusagen die Gemeinschaftsmethode geben soll, um die Wirtschaftskrise in den Griff zu bekommen, die Finanzkrise, und dass Europa zusammenstehen muss. Sehr pathetische Rede. Mhm. Und im Anschluss haben wir dann abgestimmt über das sogenannte Sixpack. Das ist sozusagen ein ganzes Paket an Richtlinien und Verordnungen zur Finanzmarktregulierung. Ja, und da haben wir als Grüne differenziert darüber abgestimmt, weil wir gesagt haben, es ist zwar richtig, dass, sage ich mal, die Mitgliedstaaten jetzt natürlich konsolidieren müssen und nicht andauernd weiter Geld rausschmeißen können, weil wir sind in einer Finanzkrise, wir sind in einer Schuldenkrise. Das heißt, die Schulden müssen abgebaut werden. Aber es kann nicht sein, dass wir das sozusagen nur regulieren nach dem Motto Hauptsache sparen, egal wo. Sondern es muss auch klar sein, diese Krise darf nicht zulasten der Armen und der Geringverdiener gehen, sondern die Banken, die Reichen und die Gutverdiener müssen natürlich beteiligt werden an dieser Krise, weil die auch am meisten profitiert haben. Und da haben wir deswegen für die Hälfte dafür gestimmt, für die andere Hälfte dagegen. Trotzdem wurde alles angenommen. Und jetzt werden wir halt sehen, was daraus wird und wie das dann ausgestaltet wird. Vor allen Dingen werden wir natürlich sehen, wie jetzt dann es weitergeht mit der Frage Eurobonds und zum Beispiel auch der von Barroso gestern angekündigten Finanztransaktionssteuer. Das werden alles spannende Sachen. Und wenn ihr mehr darüber wissen wollt, dann wird es natürlich Infos bei uns geben. Sven Giegold hat dazu auch natürlich alle möglichen Positionen verfasst. Die könnt ihr alle nachlesen. Genau. Aber wir haben natürlich auch noch andere Sachen im Plenum diskutiert. Zum Beispiel zum Thema Handel. Da hast du auch noch diskutiert. Ja. Handel und Entwicklung stand relativ oft auf der Tagesordnung heute. Wir hatten einen Parlamentsinitiativbericht über die neue Handelsstrategie. Das heißt, neu ist sie nicht. Eigentlich schnell von gestern, aber wurde nochmal neu umschrieben. Und die finden wir natürlich überhaupt nicht gut, weil der Handelskommissar da sagt, ja, irgendwie so Multilateralismus, das ist nichts mehr für uns. Wir machen jetzt alles bilateral mit Freihandelsabkommen etc. Und das finden wir halt überhaupt nicht gut, weil da viel schlimmere Regeln eigentlich bei rauskommen als bei vielen multilateralen Foren. Und dazu haben wir eben abgestimmt. Der Bericht kam so durch. Das gibt aber auch ein paar positive Geschichten in dem Bericht, auch wenn wir ihn prinzipiell eher schlecht fanden, weil zumindest die Probleme gut benannt werden, nur die Lösungen sind halt falsch, weil wir glauben halt nicht, dass man irgendwie mit Liberalisierung und so weiter und mehr ausländischen Investitionen etc. irgendwie irgendwas im Bereich Entwicklung erreichen kann. Das war das eine. Und dann gab es noch einen Bericht zu Ernährungssouveränität. Der war auch sehr wichtig und ist auch gut durchgekommen. Da geht es vor allem darum, dass man halt in Entwicklungsländern kleine Bäuerinnen und Bauern unterstützen sollte und zum Beispiel halt nicht auf, industrialisierte Landwirtschaft setzen sollte, sondern halt so kleinteilige, lokale und möglichst bio, weil das viel mehr Menschen ernähren kann, vor allem auf lokaler Ebene und man nicht, sowieso nicht so für den Weltmarkt produzieren sollte, wie das die Kommission gerade vorhat. Mhm. Ja, ganz spannende Sachen. Und wir hatten ja auch dann nochmal die Frage mit in den Raum geworfen, wie das denn jetzt mit dem ACTA-Abkommen ist. Und da ist der Hucht ja immer noch der Meinung, dass dieses Abkommen überhaupt gar keinen Einfluss hat auf die Grundrechte und auf unsere bestehenden Rechte, die wir hier haben. Da bin ich mal gespannt, wie sich dann das Parlament dazu verhält, dass wir ja fragen wollen, ob man da das nicht nochmal gerichtlich überprüft. Ne? Ja. Ja, und dann haben wir noch Fraktionssitzung und da haben wir auch spannende Sachen gemacht. Es gab ein Positionspapier zur Türkei, das abgestimmt worden ist. Damit haben wir jetzt endlich auch eine Fraktionsmeinung quasi zum Beitrittsprozess der Türkei. Und dann gab es noch eine Abstimmung über Copyright.
Genau, wir haben in der Fraktion einen Prozess gehabt über, ich glaube, fast echt ein ganzes Jahr, dass wir diskutiert haben mit allen, die in den verschiedenen Ausschüssen, Kulturausschuss, Rechtsausschuss, Innenausschuss und Industrietechnikausschuss und so weiter, die Leute, die sich mit dem Thema Internet beschäftigen, über die Frage Zukunft des Urheberrechts im digitalen Zeitalter. Und jetzt ist es also nach einer langen Debatte und nach einem langen gefundenen Kompromisspapier dann auch zur Abstimmung der Anträge gekommen, auch wo es dann noch keinen Kompromiss gegeben hat. Und da hat sich am Ende die etwas liberalere Seite durchgesetzt, das ist auch in der Tradition so ein bisschen der Europafraktion hier, also für sozusagen eine Reform des Urheberrechts ausgesprochen, die zum Beispiel die Privatkopie, also das private File-Sharing auch eher entkriminalisiert und ermöglicht, während sozusagen auf der Frage des wirtschaftlichen Seite und der Rechte der Künstlerinnen und Künstler das auch gestärkt werden soll. Also Versuch eben auch beides zu anzusprechen und beides aufzugreifen. Ich denke, das ist eine gute Position, mit der wir jetzt in die Beratungen über die entsprechenden Gesetzgebungsvorschläge gehen. Tja, viel los hier. Ihr merkt, es klingelt. Plenum geht los. Genau. Dann rennen wir mal los und dann hören wir uns das nächste Mal in Straßburg. Tschüss.